Hallo zusammen, willkommen bei Football Therapist und willkommen zur zweiten Folge dieser Miniserie über die Methode Monchi, der Sportdirektor des Sevilla FC. Denn nachdem wir in meinem letzten Video, das ich euch empfehle anzusehen, bevor ihr mit diesem Video fortfährt, den Scouting-Prozess und die Erstellung der technisch-taktischen Profile der ausgewählten Spieler für jede Position beschrieben haben, wollen wir heute über die Fortsetzung dieser Schattenarbeit sprechen, die den Erfolg der Rekrutierung von Sevilla ausmacht. Beginnen wir mit dem psychologischen Profil des Spielers, das aus Informationen über das Verhalten des Spielers besteht. Diese geben dem Verein zunächst Aufschluss darüber, ob es riskant ist, diesen Spieler zu verpflichten, denn wenn er sich regelmäßig mit seinem Trainer oder seinen Mitspielern anlegt, würde seine Anwesenheit im Verein eher schaden als nützen. In einem zweiten Schritt, also wenn der Spieler tatsächlich eine Siegermentalität hat und keine Probleme bereitet, kann man anhand dieser Informationen erkennen, an welchen psychologischen Punkten der Verein arbeiten muss, damit der Spieler sich verbessert. Nach einer Reihe von Siegen könnten manche Spieler zum Beispiel dazu neigen, den Gegner zu unterschätzen, was die Leistung beeinträchtigt. Diese Informationen gelten jedoch nicht als eine von einem psychologischen erstellten Analyse, da sie eigentlich von Personen gesammelt wurden, die den Spieler innerhalb oder außerhalb der Fußballwelt kennengelernt haben. Das physische Profil basiert auf diesmal objektiven Informationen, die statistischen Daten. Hier geht es vor allem darum, das Volumen und die Intensität der Läufe des betreffenden Spielers mit den Anforderungen zu vergleichen, die der Sevilla in seiner Position braucht. Neben der Sorge um die Leistung hilft die Kenntnis der körperlichen Fähigkeiten eines Spielers, aber auch dabei, Verletzungen zu vermeiden, indem der Trainerstab seine Spielzeit und vor allem seine Trainingsbelastung anpassen kann. Auch der Verein selbst sammelt Daten zur Verletzungsprävention, indem sie die Schlafqualität und Dauer der Spieler sowie die Härte des Spielfeldes auch messen. Diese Big Data sind aber auch entscheidend für die Erstellung vom letzten Profil des Spielers, das wirtschaftliche Profil. Wenn man objektive Daten über die Leistung eines Spielers hat, kann man nicht nur seinen Preis, sein Gehalt und die mögliche ideale Vertragsdauer besser einschätzen, sondern auch wissen, ob es der richtige Zeitpunkt ist, ihn zu verpflichten. Manche erklärt, dass man Situationen ausnutzen sollte, in denen der Spieler in letzter Zeit nicht gespielt hat, zum Beispiel aufgrund einer Verletzung oder eines Streits mit Vereinsmitgliedern, da sein Preis in diesen Kontexten niedriger ist. Schließlich wird sich der andalusische Sportdirektor für die mögliche zukünftige Aufwertung interessieren, die ein Spieler ihm durch einen weiteren Transfer bringen könnte. Um langfristig mit den größten europäischen Vereinen konkurrieren zu können, muss Sevilla tatsächlich Geld generieren, indem sie Spieler verkaufen, die dort ihren Wert gesteigert haben. Nur Spieler zu verpflichten, die sich noch nicht in einem Verein ihrer Größenordnung bewährt haben, wäre jedoch riskant, da der Verein auch kurzfristig gute Ergebnisse erzielen muss. Daher achtet Monchi darauf, dass der Kader zu etwa 30% aus Spielern besteht, die direkt auf diesem Niveau leisten können, während die anderen 70% noch nicht auf diesem Niveau erwartet werden. Je nach Leistung und Werdegang des anvisierten Spielers wird Monchi daher einschätzen, wie viel Eingewöhnungszeit für diesen Spieler vorgesehen ist. Die verschiedenen Profile, die für jeden Spieler erstellt werden, ermöglichen es, eine Klassifizierung vorzunehmen, um herauszufinden, welche Spieler am besten zu den Bedürfnissen des Trainers passt. Auch wenn dieser bei der Erstellung der Liste noch ein Wörtchen mitzureden hat, wenn der Trainer einen Spieler aus der Rangliste kennt und ihn zum Verein holen möchte, wird nämlich Monchi ihn als Nummer 1 auf die Liste setzen. Die Wahl des Trainers ist nicht nur ein gutes Argument, um den Spieler zu gewinnen, also zu überzeugen, sondern beseitigt,
beseitigt auch das Risiko, dass die Wünsche des Trainers hinsichtlich der technischen und taktischen Eigenschaften des Spielers falsch interpretiert werden. Es ist jedoch notwendig, Alternativen zu haben, einer der beiden Ratschläge, die Monchi in Bezug auf die Transferverhandlungen gibt. Denn wenn die Verantwortlichen des anderen Vereins merken würden, dass Sevilla keine anderen Alternativen zu ihrem Spieler haben, sind sie in der Lage, den Preis viel höher zu schrauben. Sollte Monchi in diese Lage geraten, würde er die andere Seite nicht übervorteilen, nicht aus Freundlichkeit oder Mitleid, sondern einfach weil er an die Zukunft denkt. Es ist wichtig, dass alle mit dem Deal zufrieden sind. Es kann sein, dass die Parteien eines Tages über einen anderen Fall verhandeln müssen werden und Kroll könnte die Dinge komplizieren. Wenn der Spieler erst einmal in Andalusien angekommen ist, ist der Transfer allerdings noch nicht gelungen. Deshalb wird der Verein ab dem Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung daran arbeiten, unter anderem mit einer Vorbereitung auf die Vorstellung des Spielers. Dieser soll nur das Nötigste sagen, um sich nicht selbst unter Druck zu setzen. Vor allem soll er keine Versprechen zum Beispiel darüber machen, wie viele Tore er schießen oder welche Titel er in Sevilla gewinnen will. Im gleichen Sinne achtet Monchi auch darauf, dass die Vorstellung nicht den traditionellen Teil enthält, in dem der Spieler mit einem Ball jongliert, um zu vermeiden, dass er in irgendeinem Pannenclip landet. Falls der Spieler mit ein paar Kilos zu viel aus dem Urlaub kommt, sorgt der Verein auch dafür, dass keine Fotos von ihm mit nacktem Oberkörper gemacht werden. Um Kritik zu vermeiden oder einzuschränken, benötigen die Spieler auch ein gewisses Wissen über den jeweiligen Verein. Im Fall von Sevilla ist es zum Beispiel wichtig, die Rivalität mit dem anderen Verein der Stadt, Real Betis Balompié, zu verstehen. In diesem Zusammenhang empfiehlt Monchi seinen Spielern, sich kein grünes Auto zu kaufen, was die Farbe des rivalisierenden Vereins ist. Denn auch wenn es sich hierbei um eine Anekdote handelt, ist es genau das, was die Medien und die Fans dem Spieler vorwerfen würden, wenn seine Leistungen enttäuschend ausfallen. Abgesehen davon muss dieses Kennenlernen des anderen auch in die andere Richtung stattfinden. Nur dem Spieler zu zeigen, dass man sich für sein Umfeld, seine Religion und seine Hobbys interessiert, wird schon dazu führen, dass er sich geschätzt fühlen wird, was wird ihm zum Beispiel vertrauen. So wird er sich dann bei Problemen bezüglich dieser Punkte sicher offenbaren. Der Verein wird alles daran setzen, damit der Spieler auch außerhalb des Spielfeldes glücklich sein kann, so dass er sich auf den Fußball konzentrieren kann und keine Ausreden dazu haben kann. Natürlich ist dann auf dem Spielfeld auch ein anderer Mann besonders wichtig, der Trainer. Deshalb stellt Monchi auch sicher, dass er auf dieser Ebene die richtige Person einstellt. Denn der anvisierte Trainer soll nicht nur attraktiven Fußball spielen, sondern wird wie die Spieler zunächst auch aus psychologischer Sicht geprüft. Damit es zu einer Einigung kommt, muss der Trainer auch das Modell der Sevilla akzeptieren, insbesondere die Transferpolitik, aber auch die Tatsache, dass Monchi gerne nah an der Mannschaft und den Spielern ist. Die Anwesenheit des Sportdirektors beim Training und bei den Spielen in der Umkleidekabine ermöglicht es ihm eben auch, seine Neuzugänge zu unterstützen und ihnen so die Eingewöhnung zu erleichtern. Obwohl diese Miniserie hier endet, kannst du meinen YouTube-Kanal sowie meine Twitter, Instagram und LinkedIn-Accounts abonnieren, die du in der Beschreibung findest, um nichts von meinem Inhalt zu verpassen, dem dieses Video enthält. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss auch nicht, es mir in den Kommentaren mitzuteilen, auf den blauen Daumen zu klicken und das Video zu teilen. Das würde mir viel helfen. Mehr als du glaubst. Ciao!